findet natürlich in schwierigen Zeiten statt, gesellschaftlich und auch für uns als Partei. Wir erleben das Zusammenkommen verschiedener Krisen, die sich gegenseitig verstärken. Oder vielleicht sagen wir besser, verschiedene Phänomene der kapitalistischen Krise. Die Verteilungskrise, die sich verschärft, global und hierzulande. Die ökologische und Klimakrise, die sich immer weiter zuspitzt, das 1,5-Grad-Ziel, das immer weniger erreichbar scheint. Wir erleben Kriege, bewaffnete Konflikte und ein neues, gefährliches Wettrüsten. Zig Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Und wir erleben eine Krise der Demokratie, das der Starken von rechten und autoritären Kräften global. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, das unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstört und die großen Menschheitsprobleme unserer Zeit nicht löst, sondern sie verschärft. Und es ist höchste Zeit, über Alternativen zu diskutieren, und wir müssen diese Alternativen vorbringen. Die Inflation verschärft die soziale Spaltung. Gerade in diesen Tagen bekommen viele Menschen Post von ihrem Gasversorger. Und sie bekommen Post, in denen steht, dass ihre Abschläge zum Teil verdreifacht bis verzehnfacht werden. Familien, Rentnerinnen und Rentner sollen hohe dreistellige Beträge, ja teilweise sogar vierstellige Beträge pro Monat bezahlen für Strom und Gas. Viele Menschen wissen nicht, wie sie ihren Wocheneinkauf noch finanzieren sollen. Viele haben Angst vor der nächsten Mieterhöhung. Und was tut die Bundesregierung? Was tut die Ampel gegen alles das? Die Entlastungspakete kommen viel zu spät, sie kommen immer auf Druck, sie sind sozial vollkommen unausgewogen und sie sind nicht nachhaltig, liebe Genossinnen und Genossen. Erst dieser ganze Murks mit der Gasumlage, der uns monatelang beschäftigt haben. Ich meine, auf die Idee muss man erst mal kommen, dass man Konzerne, die jahrelang Milliardengewinne gemacht hat, dass man die retten will und dann ausgerechnet die Gaskunden zur Kasse bittet. Der ganze Murks mit dieser Gasumlage, bis die endlich ad acta gelegt wurde. Rentnerinnen und Rentner, Studierende, die erst mal vergessen wurden bei der Ampel. Und was war doch ohne öffentlichen Druck, ohne Proteste, hätte sich doch überhaupt nichts geändert. Und das zeigt doch, es lohnt sich, öffentlich Druck zu machen, zu mobilisieren, weil genug ist genug. Was ist stattdessen nötig? Ja, natürlich, wir brauchen einen echten Strom- und Gaspreisdeckel. Den haben wir als Linke schon lange vorgeschlagen. Das heißt, ein kostengünstiges Grundkontingent, damit niemand im Winter frieren muss oder im Dunklen zu Hause sitzt, weil er sich die Rechnung nicht leisten kann. Natürlich, und die mit dem hohen Verbrauch, die müssen natürlich zur Kasse gebeten werden. Wir wollen nicht auf Kosten der Allgemeinheit die privat geheizten Pools finanzieren. Aber wir wollen die Menschen finanzieren, die den Grundbedarf Energie brauchen und die sonst ihre Rechnung nicht zahlen können. Und viele Länder in Europa haben die Energiepreise gedeckelt. Frankreich letzten Herbst schon auf 4% die Steigerung maximal festgelegt. In Portugal, in Griechenland, in Spanien, überall, vielen Dank, überall gibt es Energiedeckel. Und natürlich brauchen wir das auch gepaart mit gezielten Hilfen. Und vollkommen klar ist natürlich, dass man auch die Preise effektiv kontrollieren muss. Es gab ja in Deutschland mal eine Strompreisaufsicht bis 2007. Und das hat nämlich geheißen, dass Stromversorger die Preiserhöhungen genehmigen lassen mussten. Und da müssen wir doch hin, weil Strom und Gas ist nicht ein Gut wie jedes andere. Und was wir derzeit erleben, sind Spekulationsgewinne noch und nöcher. Das sind Zufallsgewinne, die nichts mit einem guten Produkt zu tun haben. Und natürlich, liebe Genossinnen und Genossen, brauchen wir den Gaspreisdeckel jetzt und nicht, wenn der Winter und die Heizperiode vorbei ist, wie die Ampel das vorschlägt.
Wenn man in der Lage ist, in ein paar Wochen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zu beschließen mit einem Sondervermögen, wird man auch in der Lage sein, die Gaspreise zu deckeln, was doch absehbar war, in welche Situation wir diesen Herbst kommen würden. Und das allererste, was die Ampel beschließen muss, ist ein gesetzliches Verbot von Strom- und Gassperren, damit niemand im Winter frieren muss oder im Dunkeln sitzt, weil die Rechnungen nicht bezahlt werden können. Und notwendig ist natürlich ein Mietenstopp und ein bundesweiter Mietendeckel. Jetzt wird das Wohngeld ausgeweitet. Das finden wir nicht falsch. Aber natürlich wäre es besser, die Mieten zu deckeln, statt überhöhte Mieten zu subventionieren. Und deswegen muss man hier eingreifen. Das würde viele Menschen entlasten. Oder das 9-Euro-Ticket. Ich meine, das muss man sich da vorstellen. Das passiert einmal. Etwas wirklich Sinnvolles im Verantwortungsbereich eines FDP-Ministers. Und dann sagt auch der Bundeskanzler, es war eine der besten Ideen, die wir je hatten. Ja, warum stampft man denn die guten Ideen ein? Warum denn nicht die vielen schlechten? Das 9-Euro-Ticket, das hätte natürlich fortgesetzt werden müssen. Das hätte fortgesetzt werden müssen, weil es klimafreundlich ist, weil es Mobilität für alle garantiert. Mir haben so viele Menschen gesagt, ich kann zum ersten Mal seit Jahren wieder Bekannte besuchen, die weit weg wohnen. Und das hat man auslaufen lassen ohne eine Anschlussregelung. Spanien hat die Übergewinnsteuer eingeführt und damit den kostenfreien ÖPNV finanziert. Und deshalb lasst uns diese Forderung stark machen. Mobilität muss bezahlbar sein und wir brauchen einen Ausbau des ÖPNV. Wir brauchen die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets und den kostenfreien ÖPNV mit guten Arbeitsbedingungen, gut ausgebaut, für alle möglich, barrierefrei und gut getaktet. Und nun ist es ja auch so, dass auch in dieser Krise nicht alle ärmer werden. Nein, einige verdienen sich eine goldene Nase. Das sind die Mineralölkonzerne, das sind die Energiekonzerne, ja, die wirklich sagenhafte Gewinne machen. Und deshalb ist es doch allerhöchste Zeit, das zu tun, weil viele Länder schon gemacht haben, nämlich endlich die Übergewinnsteuer einzuführen. Und zwar nicht nur für zukünftige Gewinne, sondern für die Gewinne, die jetzt gerade gemacht wurden, nämlich auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und in den Strompreis einzugreifen, heißt natürlich auch, dieses absurde Prinzip zu beenden, dass das teuerste Kraftwerk den Preis bestimmt. Weil die teuren Gaskraftwerke den Preis bestimmen. Ich meine, jeder Energiekonzern wird natürlich jederzeit ein Gaskraftwerk am Netz halten, weil er damit mit seinen anderen Kraftwerken gute Gewinne macht. Wir müssen eingreifen in diesen Strommarkt, in die Gasmärkte, um die Preise reduzieren zu können, um da eine effektive Kontrolle hinzukriegen. Das ist dringend nötig, weil, liebe Genossinnen und Genossen, schon vor dieser jetzigen Krise haben 14 Millionen Menschen in diesem Land in Armut gelebt. 14 Millionen Menschen. 16,6% der Bevölkerung. Und wohlgemerkt, das sind die Zahlen vor der Inflation. Und jetzt denken wir an die Menschen im Hartz-IV-Bezug, die dieses Jahr 3 Euro mehr bekommen haben. Erwachsene. Kinder haben nur 2 Euro mehr bekommen. Das sind 0,7% bei fast 10% Inflation. Und natürlich reicht das doch nicht aus, Hartz IV umzubenennen. Ist doch scheißegal, ob das Bürgergeld oder Hartz IV heißt. 50 Euro mehr ist viel zu wenig. Dieses ganze Hartz IV-System mit den Repressionen und den Sanktionen muss abgeschafft werden. Und wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Die hat die Ampel auf die lange Bank geschoben. Weil Kinder haben im Hartz-IV-Bezug überhaupt nichts verloren. Wir brauchen die Kindergrundsicherung und die muss jetzt eingeführt werden. Weil Kinder haben nur eine Kindheit und Kinder, die arm sind, haben nicht die gleichen Bildungschancen und die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten. Deshalb brauchen wir jetzt die Kindergrundsicherung, damit kein Kind in diesem reichen Land in Armut aufwächst. Und ich bin, liebe Genossinnen und Genossen der Initiative Ich bin armutsbetroffen, sehr dankbar. Ich bin Ihnen dankbar, weil Sie es geschafft haben, Menschen aus der Isolation zu holen. Gegen Scham und Ausgrenzung, weil in diesem Land ist Armut mit Scham und Ausgrenzung verbunden. Dass Sie deutlich machen, nein, Armut ist kein individuelles Versagen, für das man sich schämen muss. Es ist ein gesellschaftliches Versagen.
Nicht die alleinerziehende Verkäuferin, die nicht über die Runden kommt und ihr Kind beim Kindergeburtstag abmeldet, weil sie sich das Geschenk nicht leisten kann. Nein, nicht sie muss sich schämen. Der Arbeitgeber dieser Frau muss sich schämen, dass er sie so schlecht bezahlt. Und das Gleiche gilt für die arme Rentnerin, die ihre Wohnung gerade nicht heizt, die vielleicht Flaschen sammelt, weil sie nicht über die Runden kommt. Wir brauchen dringend Umverteilung in diesem reichen Land, weil natürlich wäre es möglich, dass in diesem Land alle Menschen in Würde leben können, wenn man endlich bereit ist, sich mit den Reichen, mit den Superreichen und Milliardären in diesem Land anzulegen, liebe Genossinnen und Genossen. Und nun darf die Energiekrise zu einem nicht führen. Und das ist meine Befürchtung, dass es zu einem Revival kommt von Kohlekraft und Atomkraft. Nein, wir lösen die Energiekrise nicht dadurch, dass wir die Klimakrise verschärfen. Und der Klimawandel ist längst real. Wir spüren das ja. Die Dürren, die Überschwemmungen, die Waldbrände. Und ganz besonders spüren das die Menschen im globalen Süden. Aber auch in Europa spüren wir die Auswirkungen des Klimawandels. Und wir könnten doch längst bei 100% erneuerbaren Energien sein, wenn man sich nicht sehenden Auges in die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern begeben hätte. Und ich sage an der Stelle auch ganz deutlich, es ist ein großer Fehler und ein Versagen, dass jetzt auch noch Lützerath abgebaggert wird, im Jahr 2022 eine solche Entscheidung zu treffen, auf dem Grünen Parteitag. Und natürlich geht es da jetzt weniger um die 8 Häuser, die da stehen. Um was es da geht, sind die Millionen Tonnen CO2, die da potenziell im Boden schlummern. Und die Krise, die Klimakrise zu verschärfen, heißt eben, dass man die an der Kohle festhält und jetzt noch Tagebauten öffnet. Das ist eine vollkommen absurde Politik, genauso wie hier in Hessen, wo Wälder gerodet werden, um Autobahnen zu bauen, ob im Danni oder im Fächer. Wir stehen solidarisch an der Seite all derer, die sich gegen diesen Schwachsinn wenden, weil wir unseren Kindern und Kindeskindern einen lebenswerten Planeten überlassen wollen. Und natürlich auch die Verlängerung der Atomkraftwerke jetzt zu diskutieren. Und dann kommt Christian Lindner daher und sagt, das ist ja alles nur Ideologie. Nein, das ist nicht Ideologie. Das ist Physik und Vernunft. Weil wir wissen, dass Atomkraft eine Hochrisikotechnologie ist. Weil wir Tschernobyl und Fukushima nicht vergessen haben. Weil wir wissen, dass sie unglaublich teuer ist, dass sie Ausbau der erneuerbaren Energien bremst und natürlich ökologische Schäden anrichtet. Muss man sich doch nur mal anschauen, wie Uranabbau in der Praxis aussieht. Und deswegen sagen wir, wir bleiben bei Atomkraft. Nein, danke, es gibt keine Lösung für die Endlagerung. Der Wasserverbrauch von AKWs ist dramatisch. Und notwendig ist es jetzt, die erneuerbaren Energien auszubauen für eine dezentrale Energieversorgung, aber doch nicht das Festhalten an Atom- und Kohlekraft, wo wir die Probleme nur verschärfen. Und natürlich ist Klimaschutz eine zentrale Gerechtigkeitsfrage. Es ist eine Klassenfrage. Es ist eine Klassenfrage, wie hoch der eigene CO2-Abdruck ist. Und es sind natürlich große Konzerne, die natürliche Lebensgrundlagen, die das Klima zerstören. Und deshalb, wer das Klima retten will, der muss bereit sein, die Macht- und Eigentumsverhältnisse grundlegend zu verändern. Es wird keinen grün angestrichenen Kapitalismus geben, wo alles so bleibt, wie es gerade ist. Nein, das wird es nicht geben. Und deshalb, warum verstaatlichen wir eigentlich nur die Energiekonzerne, die gerade wieder Verluste machen? Die werden nämlich sozialisiert und die Gewinne machen, die können sie weiter privatisieren. Nein, gerade diese Krise zeigt doch, Energieversorgung gehört in die öffentliche Hand unter demokratische Kontrolle. Wir können doch nicht den Aufhalten des Klimawandels, eine Menschheitsaufgabe, die können wir noch dem Markt überlassen. Nein, die gehört in die öffentliche Hand, genauso wie Krankenhäuser, wie die öffentliche Daseinsvorsorge und auch wie die kritische Infrastruktur, wie der Hamburger Hafen. Die darf weder an einen chinesischen Investor noch an sonst irgendeinen Investor verkauft werden. Die kritische Infrastruktur muss in der öffentlichen Hand und unter demokratischer Kontrolle sein.
Liebe Genossinnen und Genossen, 8 Monate dauert der Krieg in der Ukraine. Tausende Menschen sind tot, Millionen geflüchtet, Wohngebäude, Krankenhäuser und Schulen zerstört. Und die jüngsten Raketenangriffe Russlands haben sich gezielt gegen die Energieinfrastruktur in der Ukraine gewendet, was natürlich gerade mit Blick auf den nahenden Winter dramatisch ist für die Zivilbevölkerung. Wir verurteilen diesen verbrecherischen Angriffskrieg Putins. Er muss sofort beendet werden und unsere Solidarität gilt natürlich der Zivilbevölkerung der Ukraine, die unter diesem Krieg leidet, und unsere Solidarität gilt den mutigen Menschen in Russland, die auf die Straße gehen, die gegen Putin und gegen diesen Krieg demonstrieren, trotz Strafen, trotz Polizeigewalt, trotz Repressionen. Sie haben unsere Solidarität. Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und das erreichen wir nicht durch die Lieferung von Kampfpanzern. Die letzten 8 Monate haben gezeigt, es wird keine schnelle militärische Lösung dieses Konflikts geben. Nein, wer diesen Krieg und wenn es irgend geht vor dem Winter noch beenden will, der muss natürlich auf Verhandlungen setzen. Und ich will eines ganz deutlich machen, liebe Genossinnen und Genossen. Wer sich in diesen Zeiten für Diplomatie und Verhandlungen ausspricht, der betreibt keine Parteinahme für Putin. Dieser Krieg droht zu einem jahrelangen Abnutzungskrieg zu werden, mit einer großen Eskalationsgefahr über die Ukraine hinaus. Es muss alles getan werden, um zu verhindern, dass die NATO und Russland sich in einer direkten militärischen Konfrontation gegenüberstehen. Natürlich ist auch die Gefahr des Einsatzes nuklearer Waffen nicht zu leugnen. Diese Gefahr gibt es. Und deshalb brauchen wir eine diplomatische Offensive, die alles daran setzt, diesen Krieg zu beenden. Wir haben in den Deutschen Bundestag als Fraktion einen Antrag eingebracht für die Aufnahme von russischen Deserteuren, weil wir der Meinung sind, dass alle Menschen, die jetzt in der Teilmobilmachung eingezogen werden sollen fürs Militär, und die Russen, die heute sagen, nein, ich erhebe nicht die Waffe gegen Ukrainerinnen und Ukrainer, nein, ich bin nicht bereit, in einen verbrecherischen Krieg zu ziehen, um zu töten oder selber getötet zu werden. Diese Menschen brauchen Schutz und Asyl. Das ist eine wirklich praktische Möglichkeit, Solidarität zu zeigen. Was die Welt sicher nicht friedlicher macht, ist ein neues Wettrüsten. Wir haben im Bundestag das Sondervermögen, die 100 Milliarden, abgelehnt. Weil natürlich geht das nicht um warme Unterwäsche für die Truppe, wie so ein bisschen suggeriert wurde. Nein, es geht um bewaffnete Drohnen und atomwaffenfähige Kampfflugzeuge. Und dieses neue Wettrüsten wird die Probleme doch nicht lösen. Es war doch gerade ein Fehler, dass so viele Abrüstungsverträge gekündigt wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass es nicht gelungen ist, Atomwaffen von diesem Planeten zu tilgen. Und deshalb ist die Antwort doch nicht immer mehr Rüstung, wo die Rüstungskonzerne profitieren und die Welt immer unsicherer wird. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir vergessen natürlich auch nicht, auch vor dem 24.02. war die Welt keine Welt des Friedens. Auch vorher gab es Kriege und wir vergessen auch zum Beispiel den Krieg im Jemen nicht, wo über 300.000 Menschen, mindestens 300.000 Menschen gestorben sind. Und umso verwerflicher ist es, dass diese Ampelregierung alles ernstens genehmigt hat, dass Waffen exportiert werden nach Saudi-Arabien. Und zwar Ausrüstung und Munition für Kampfflugzeuge. Dass Saudi-Arabien, in dem Frauen keine Rechte haben.
dass Saudi-Arabien das Menschenrechte mit Füßen tritt, dass willkürlich Menschen enthauptet und Menschen hinrichtet, dass Saudi-Arabien das Khashoggi ermordet hat und einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Jemen führt. Der Krieg ist doch kein Deut besser als der in der Ukraine, da darf man auch keine Waffen hinliefern. Und dann erklärt Annalena Baerbock das auch noch mit europäischer Rüstungskooperation. Und wenn man das nicht machen würde, dann müsste man hier Sozialkürzungen machen und dann könnte man die Kindergrundsicherung nicht einführen. Wie absurd ist denn das? Was hat denn das bitte mit feministischer, mit wertegeleiteter Außenpolitik zu tun, einem Land wie Saudi-Arabien und den Vereinten Arabischen Emiraten Waffen zu liefern? Diese Waffenexporte müssen gestoppt werden. Und liebe Genossinnen und Genossen, genauso heuchlerisch ist doch der Umgang mit den Geflüchteten. Ja, es ist gut, dass den ukrainischen Geflüchteten geholfen wird. Und es ist gut, dass es auch Staaten der Europäischen Union tun, die sich vorher geweigert haben, Polen zum Beispiel. Aber wir vergessen auch die anderen Geflüchteten nicht. Wir vergessen nicht die Menschen, die seit Monaten ausharren im polnisch-belarussischen Grenzgebiet. Wir vergessen nicht die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken oder die auf Lesbos festsaßen, festsitzen. Ich war dort letztes Jahr und ich habe dort das Lager Moria Karatepe besucht und Kinder getroffen, die in ihrem ganzen Leben noch keinen Spielplatz gesehen haben. Nein, es gibt keine zwei Klassen vor Kriegsflüchtlingen. Wer vor Bomben und Krieg flieht, der hat Schutz auf Recht und Schutz auf Asyl, egal welche Hautfarbe er hat, welcher Religion er angehört oder aus welchem Herkunftsland er kommt. Und ich will noch ein letztes ansprechen, nämlich die Krise der Demokratie, weil weltweit rechte und autoritäre Kräfte erstarken. Und in Italien wird die Regierung von Faschisten geführt. Das ist übrigens auch eine Mahnung für die Linke. Da, wo die Linke gespalten und schwach ist, da profitieren die Rechten. Und erinnert ihr euch noch daran, als es damals die allererste Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich gab? Das ist etwas über 20 Jahre her. Erinnert euch mal daran, da haben die Staaten der Europäischen Union die diplomatischen Beziehungen erstmal auf ein Minimum reduziert. Was ist diesmal passiert? Kanzler Scholz, Außenministerin Baerbock und Ursula von der Leyen haben einer Faschistin zur Wahl gratuliert und von guter Zusammenarbeit geredet. Und ich sage, das ist eine gefährliche Normalisierung. Faschisten gratuliert man nicht, Faschisten bekämpft man. Und auch wenn sie in hohen Ämtern sind, am besten sorgt man dafür, dass sie da erst gar nicht hinkommen. Und ich sage euch natürlich, die AfD ist natürlich nicht erst gefährlich, wenn sie, und das möge man verhüten, irgendwann, wenn sie regieren sollte. Nein, Parteien wie die AfD sind auch in der Opposition gefährlich, weil sie das Klima vergiften. Und weil wir wissen, dass Sympathisanten, Mitglieder, Mitarbeiter der AfD Terroranschläge mit vorbereitet haben und deshalb sich an der Verbreitung von rechtem Terror natürlich beteiligt sind. Und die Gefahr von rechts, die ist groß. Ob NSU, Halle, Hanau, der Mord an Walter Lübcke oder auch die Anschläge auf die Flüchtlingsunterkünfte in den letzten Tagen. Und da muss man sich natürlich auch fragen, ja, Friedrich Merz, der immer am lautesten fordert, Waffen in die Ukraine. Und was tut er? Er bezichtigt ukrainische Geflüchtete das Sozialtourismus. Das hat er dann zurückgenommen und sich entschuldigt und das Ganze, den ganzen Unsinn dann nochmal erzählt. Wer solche Stimmung gegen Flüchtlinge macht, ja, der macht sich doch mitverantwortlich für eine Stimmung, in der solche Anschläge passieren. Und ich will euch eines sagen, ich habe mich gestern Abend wirklich gefreut. Ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass Jan Böhmermann die NSU-Akten veröffentlicht hat. Die Akten, die 120 Jahre als geheim eingestuft werden sollten. Und darum haben wir jahrelang gekämpft. Und ich meine, man muss es sagen,
wer das durch akribisches Aktenstudium gefunden hat, dass es überhaupt einen solchen Bericht gibt. Milena war das gewesen, die damals in den Akten die Hinweise auf den Bericht gefunden hat. Der war nämlich komischerweise gar nicht in den Akten. Den musste man dann nachfordern. Und wir haben darum gekämpft, heißt, es hat eine Petition gegeben, die haben 130.000 Menschen unterschrieben. Journalisten haben vor Gericht geklagt und wir als Opposition haben Anträge gestellt. Es ist gescheitert an dieser Landesregierung und an dem Innenminister. Und ich bin froh, dass diese Papiere jetzt öffentlich sind, weil wir es den Opfern und den Angehörigen schuldig sind. Den Opfern des NSU, aber auch der Familie von Walter Lübcke und den Opfern von Hanau. Diese Geheimhaltung statt Aufklärung ist ein Skandal. Und ich sage euch, in diesem Bericht, der wurde nicht deshalb nicht veröffentlicht, um Persönlichkeitsrechte zu schützen. Darum geht es in diesem Bericht überhaupt nicht. Es geht um die Fehler und Verfehlungen des Landesamts für Verfassungsschutz. Was hier geschützt werden sollte, war keine Persönlichkeitsrechte, sondern die Fehler einer Behörde, die Arbeit einer Behörde sollte vertuscht werden. Darum ging es und es ist gut, dass das jetzt trotz des Widerstands der Landesregierung endlich öffentlich ist. Und ich habe eben von autoritären Entwicklungen auf dieser Welt gesprochen. Aber ich will auch über die Hoffnungsschimmer zumindest kurz reden, die es international gibt. In Chile mit Gabriel Boric, in Kolumbien mit Gustavo Petro und Francia Márquez, wo wieder Linke gewählt wurden. Ja, nach so langer Zeit. Und ich hoffe so sehr, dass morgen Brasilien Bolsonaro abwählt und diese Ära Bolsonaro zu Ende geht. Und mit großer Hoffnung, aber auch mit Sorge, schauen wir in den Iran. Der gewaltsame Tod von China Mahsa Amini ist der Ausgangspunkt gewesen einer Massenbewegung. Es geht um Frauenrechte, es geht um Demokratie, es geht um alles. Wir erleben die mutigen Menschen und darunter viele Frauen, die auf die Straße gehen in Teheran, in vielen Städten des Irans. Und ja, es ist eine revolutionäre Stimmung dort, wenn die Beschäftigten in der Ölindustrie, in dem Transportwesen in Streik treten. Es ist ein Hauch von 1979 im Iran. Und natürlich gilt ihnen unsere Solidarität. Frauen, Leben, Freiheit, das ist internationale Solidarität. Und wir stehen an der Seite der Menschen im Iran, die gegen das Mullah-Regime kämpfen. Ich will aber auch nicht darum herumreden, so tief die Krisen unserer Zeit, so schwierig ist auch die Situation der Linken aktuell. Dabei wäre es doch gerade jetzt so wichtig, eine linke Opposition gegen die Ampelregierung zu haben. Und die Gründung der Linken vor 15 Jahren war eine historische Errungenschaft. Und ich warne davor, diese Partei aufs Spiel zu setzen. Durch die Aufkündigung der Einheit in dieser pluralen Partei und auch mit dem Kokettieren mit der Gründung einer neuen Partei. Niemand hat das Recht, diese Partei aufs Spiel zu setzen. Und das ist viel mehr, was wir verlieren darüber, als eine Partei. Es wäre eine Niederlage für die Linke insgesamt. Und deswegen fordere ich alle dazu auf, dafür zu sorgen, dass diese Partei wieder stark wird, dass wir ein gutes Ergebnis bei der Landtagswahl im nächsten Jahr haben. Und das bedeutet, die gemeinsamen, die demokratisch beschlossenen Positionen nach vorne zu stellen, nicht unsere Widersprüche. Und das bedeutet ein solidarischer Umgang innerhalb der Partei, in der sich alle wohlfühlen. Und ich glaube, die Diskussionen und die Debatten heute Morgen haben gezeigt, wie die Richtung aussehen kann, in die das gehen kann. Lasst uns aufhören, politische Forderungen und Milieus gegeneinander zu stellen. Und ich glaube, genau das ist eine Stärke der hessischen Linken, dass wir das nie getan haben. Wir haben nicht entschieden, zu welchen Kämpfen wir gehen, sondern wir haben versucht, sie miteinander zu verbinden. Wir haben nicht darüber diskutiert, ob die soziale oder die ökologische Frage wichtig ist, weil uns klar war, die ökologische Frage ist eine soziale. Und deshalb waren wir bei Streiks und auf Gewerkschaftsdemos genauso präsent wie im Kelzerbacher Wald gegen den Flughafenausbau. Oder in Biblis gegen Atomkraft, oder in Staudinger gegen Kohle, oder eben im Dani und heute im Fächer. Wir waren aktiv in der Studierendenbewegung zur Abschaffung der Studiengebühren. Wir haben Hartz IV-Beratungen gemacht und gegen Abschiebungen gekämpft, weil der Kampf
für soziale und für politische Rechte, das gehört doch untrennbar zusammen. Das kann man doch gar nicht trennen. Er kämpft das Menschenrecht. Ja, werden wir vermutlich auch am Ende dieses Parteitags singen. Das ist doch der Auftrag, gegen alle Formen von Diskriminierung, von Ausgrenzung zu kämpfen. Und Sozialistinnen und Sozialisten haben immer für soziale Gerechtigkeit gekämpft, aber auch für das Frauenwahlrecht und das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und gegen die Kriminalisierung von Homosexualität durch den Paragraphen 175. Das gehört doch zusammen. Und ich finde, das ist gerade die Stärke der Linken hier in Hessen, dass wir an der Seite stehen von Binding, die heute Morgen hier waren, den Beschäftigten am Uniklinikum Frankfurt, die gerade übrigens, herzlichen Glückwunsch, wirklich Fortschritte bei den Arbeitsbedingungen erkämpft haben, die IG Metall, wo heute Nacht erste Betriebe gestreikt haben, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Post, die jetzt vor der Tarifrunde stehen. Ja, und natürlich brauchen wir dafür eine starke Landtagsfraktion als linke Opposition gegen Schwarz-Grün, und wir müssen alles dafür tun für ein starkes Abschneiden bei der Landtagswahl im nächsten Jahr. Wir müssen auf der Bundesebene Hessen Rückenwind geben, das ist unsere Verantwortung, und wir müssen in Hessen alles dafür tun, dass diese großartige Landtagsfraktion, die wir haben, ihre Arbeit fortsetzen kann. Wir brauchen den Druck von links, und ich denke, gerade die Linke in Hessen hat bewiesen, dass sie einen Wert hat, dass es einen Sinn hat, dass sie im Landtag ist, dass wir Schweinereien aufklären, dass wir Alternativen benennen und dass wir Druck machen, und dafür müssen wir nächstes Jahr kämpfen. Und damit will ich auch schließen, und weil ich schon mal hier vorne stehe und weil die beiden ja heute nicht mehr zur Wahl als Landesvorsitzende antreten, möchte ich mich schon mal ganz, ganz herzlich bedanken bei Jan, bei Petra für ihre langjährige Arbeit als Landesvorsitzende. Ihr habt einen großartigen Job gemacht, in auch nicht immer einfachen Zeiten, und ich möchte euch danken, auch persönlich danken für die große Unterstützung, die ich hatte, auch in dieser nicht ganz einfachen Zeit, seit ich Parteivorsitzende bin, und deshalb von hier herzlichen Dank an euch beide, und lasst uns heute auf dem Parteitag die Weichen stellen für einen erfolgreichen Landtagswahlkampf, damit wir nächstes Jahr ein gutes Abschneiden haben bei der Landtagswahl, damit klar ist, was wir 2008 versprochen haben, nämlich gekommen, um zu bleiben. Vielen Dank.